Hallo und ein herzliches Willkommen hier aus Saudi-Arabien, aus Jeddah, eine mega tolle Strecke, ja, die einfach nicht einfach ist. Wir haben 27 phänomenale Kurven, aber auch den Titel schnellster Startkurs der Formel 1 Geschichte. Und das Ganze ist auf jeden Fall, ja, interessant, 6,1 Kilometer und ja, eine beachtliche Kurvenanzahl. 3 DS-Zonen aber auch, das heißt, wir haben auch viel Überholmöglichkeiten, nur halt eben nicht im Rennen, weil 90% eben auf Start und Ziel oder auf Vorkurve 27 durchgeführt werden. Abonniert den Channel unbedingt gern kostenlos, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio und wir starten in unser erstes Trainingssegment, in unser erste Practice der Season in unserer neuen 23er Season. Wir werden mit Lewis Hamilton hier an den Start gehen und Mission 8 Titel machen. Und hier geht schon mal durch die erste Kurve durch, hätte Track Limits geben müssen hier, aber das waren einer meiner ersten Versuche hier dann durch. Der erste Sektor einfach nur satisfying durch und durch. Man muss hier wirklich perfekt durchkommen und natürlich auch noch einen Speed drauf haben, aber ja, das ist echt nicht so einfach. Die Strecke hat es wirklich in sich, viele Kurven eng. Und der Verkehr ist auch natürlich nicht zu vergessen. Wir haben hier eine saubere Ecke erwischt. Also da war wirklich kaum jemand auf der Strecke. Hotlap sollte auch morgen wieder kommen. Wir gucken uns die kleinen Punkte der Strecke an. Auch eine kleine Änderung gab es in Kurve 22 und 23. Man hat auch hier hin und wieder bei manchen Kurven natürlich die Mauer nach innen verschoben, um eben mehr, dass man mehr sieht, also dass die Fahrer mehr Übersicht haben. Hier generell hat man viel geändert. Und ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir haben natürlich den übermächtigen Red Bull, der unfassbar schnell ist. Also wirklich, da kann ich mir auch kaum vorstellen, dass da sonst irgendein anderes Team drankommen wird. Aber wir werden mal gucken. Also der Alonso hat echt gut ausgesehen. Fernando Alonso war echt sehr stabil. Wir kommen hier mit Doppellila. Aber auch George Russell, der ist gut unterwegs. Wir schaffen es hier auf den ersten Platz. Aber jetzt geht's los. Ich habe noch eine Runde so hingelegt, um mal zu gucken, wie das Ganze so funktioniert. Erste Kurve ist sehr toll und Schneiden ist ja eigentlich vollkommen erlaubt. Also wirklich, man will eigentlich, dass man hier viele Kurven so viel gut wie möglich schneidet, eben weil das auch Zeit ist. Jetzt kommt meine persönliche Lieblingsstelle. Hier einmal lupfen, dann Vollgas durch, Ching Chang, auch links nicht zu weit drüber, Track Limits, dann wieder vom Gas runter und wieder Vollgas durch, aber den Scheitel nicht ganz erwischt von der Kurve. Das ist auch vielen gestern passiert, in der Zickzack-Kurve unten, wo man bei dem Gebäude durchfährt, also Kurve 22, 23 oder 24, 25, egal. Da sind auch viele, weil da neu asphaltiert wurde, sind echt viele gerade weitergefahren auch. Das hat man nicht oft gesehen. Gerade generell gestern, das freie Training war sehr interessant. Man konnte sehen, dass die Red Bull wieder mal, sagen wir mal, Verstappen war vorne weg, obwohl er einen Mageninfekt oder so hatte. Ist auch erst am Freitag angereist. Aber, ja, Verstappen war vorne weg, aber man sieht, dass der gute Checo ein bisschen schwächelt auf jeden Fall. Also der war nur 2 Zehntel von Alonso weg. Also Checo Perez musste noch ein bisschen Speed hinlegen. Generell, sind nur in den unfassbar schnellen Sektoren schnell. Im ersten zum Beispiel und auch im letzten. Hatte Verstappen immer Geld bis zu seiner letzten Runde. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo vielleicht die Konkurrenz noch gucken kann. Aber ich denke trotzdem, es wird ein glatter Doppelsieg für Red Bull. Falls nichts passiert, kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Was sagt ihr? Wer gewinnt das Ganze? Ich wünsche mir natürlich, dass was anderes ist, aber es wird vermutlich wieder ein klarer Doppelsieg für Red Bull. Ich meine, die haben aktuell das beste Paket. Was mich ein bisschen verwundert natürlich, durch diesen Strafen, aber ja, man hat da natürlich schon vorgearbeitet. Dr. Helmut Marko hat auch gesagt, die Strafen wird man eher erst in der zweiten Saisonhälfte, Mitte, Ende zweiter Saisonhälfte merken. Also ja, und willkommen hier noch einmal zum Qualifying und das ist auch die Kurve, von der ich die ganze Zeit spreche. Diese Zickzack-Kurve wurde geändert und da kommen auch viele Fahrer noch Probleme drin, in dieser den richtigen Scheitel zu finden, weil die Strecke auch sehr rutschig ist. Wir sind in jeder 25 Grad, obwohl es dunkel ist, ist echt schon eine Hausnummer. Und noch einmal hier der Jeddah Street Circuit oder, ja, Jeddah Street Circuit. So,
Und ja, das sind echt unfassbar viele, aber auch unfassbar geile Kurven, wie gesagt. Gerade der erste Sektor, ich finde den so genial. Ding, 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 ding. Natürlich, wenn du im Flow drin bist, du brauchst hier auf dieser Strecke einen Flow. Und ein bisschen abbremsen, jetzt geht's zu unserem ersten Versuch in Q1. Also das sollten wir eigentlich locker überstehen. Wir fahren ab Schwierigkeit 82. Finde ich noch nicht so schwierig, aber ja, wir werden mal reingehen, gucken, wo wir uns so platzieren können. Erste Kurve, harter Bremspunkt, dann geht's Zing und Zhang. Die hat auch 2021 zu richtig viel Diskussion geführt. Da gab es ja diesen komischen Handel, den die FIA da mit Red Bull und Mercedes ja abgezogen hat, den es für mich nicht geben hätte sollen. Und auch ja dann das Abbremsen von Max Verstappen, dass da Hamilton hinten drauf gefahren ist. Also ich habe keine Ahnung, was in diesen Rennen noch alles passieren hätte müssen, dass man Verstappen richtig bestraft. Aber ja, die damaligen Verantwortlichen haben schon gewusst, was sie tun. Das reicht mal für den 1.32.3, was noch eher weg ist. Das ist noch sehr weit weg von einer guten Zeit. Wir waren ein paar Tausendstel langsamer als Verstappen. Und das widerspiegelt sich auch wieder mit ja, meiner Vorstellung vermutlich, dass wir hier eher immer wieder mit Verstappen kämpfen müssen. So, los geht's. Q2. Natürlich ähnliche Verhältnisse. Wir müssen in allen Qs mit dem roten Reifen reingehen. Und vielleicht können wir jetzt mal die Zeit von Verstappen schlagen. Was denkt ihr so? Was ist eure beste Zeit? So schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ich würde es sehr freuen und sehr interessieren vor allem. Und jetzt geht es. Wow, das war ein sehr sauberer und cleaner erster Sektor. Und jetzt geht es dann raus aus dem dritten. Also wir sind noch im zweiten drin. Jetzt geht es dann in den. Ja, hier ist der Messpunkt und in den dritten Sektor. Auch sehr clean, sehr konservativ. Ja, ich weiß es. Ich verliere das Auto immer, wenn ich hier zu hastig drüber rattere. Deswegen gehe ich da immer auch sehr gemächlich mit dem Gas um, weil es ja eher tricky ist, hier durchzukommen. So, es geht in die letzte Kurve. Valtteri Bottas könnte uns noch einen kleinen Toe hier aus der letzten Kurve rausgeben. Und das macht er auch. Er gibt uns hier ein bisschen Windschatten. Aber ja, mich juckt ehrlich gesagt nicht. 1.31.0 ist eine echt gute Zeit. Für meine Verhältnisse, finde ich, ist die Zeit nicht schlecht. Aber ja, so, und jetzt sind wir in Q3. Das Wichtigste natürlich für alle Top 10 Teams. Und nein, das war jetzt mal das Ende von Q2. Achter Platz für Russell. Wir wären Erster gewesen. So, practice makes perfect. Nein, Spaß. Jetzt geht's los. Q1 abgeschlossen. Q2 abgeschlossen. Und jetzt geht's ins Q3. Ich bin sehr gespannt, wie da abbremsen. Aber vor uns haben wir weit nichts. Also da ist nichts weit vor uns. Und jetzt geht's los. Wir müssen alles geben, um hier die Pole Position zu holen. Max Verstappen ist in einer unfassbaren Form, auch hier im Game. Und ich bin sehr gespannt. Los geht's. Harter Bremspunkt Nummer 1. Kurve 1. Tick. Und zack. Auch links schön ausfahren. Das mache ich auch gern. Aber ich will natürlich auch nicht zu nah an die Mauer dran. Flügel ist schnell drunter bei Simulation. Und dann zack, gut durchgekommen, viel Schwung mitgenommen, aber leicht rutschen. Das Auto hat leicht zum Rutschen begonnen. Und dann zack, zack und das, ja, zack und auch hier gut durchgekommen, keine Track Limits. Das ist auch die Mick Schumacher Kurve, wo er seinen schweren Unfall hatte. Purple im ersten Sektor. Checo Perez ist mittlerweile schon durch. 1.33, ja, 0 ist eher semi, da waren wir ein bisschen schneller. Aber ich merke auch so ein bisschen, dass die Strecke nicht mehr so optimal ist. Also wirklich, die ist eher in die gegengesetzte Richtung. Die wird nicht besser, sondern eher schlechter. Und jetzt kommt es zu einem fatalen Fehler. Ich wollte hier einmal die Kurve voll nehmen. Also mit viel Schwung mit rausnehmen, um eben hier die maximale Zeit rauszuholen. Aber es hat einfach nicht geklappt. Ich bin zu früh anscheinend aufs Gas gegangen. Ja, hier, ich bin eigentlich sehr gut durchgekommen, aber dann einfach zu früh mich darauf verlassen, dass das Auto schon genug Grip hat und konnte da jetzt leider nichts machen. Abonniert den Channel gern, das ist leider nur P10 als Startplatz, also seid sehr gespannt, was im Rennen da morgen abgeht. Abonniert den Channel gern, schaut unbedingt gerne auf TikTok und Instagram vorbei, Links über alle in der Bio und ich freue mich extrem, dass wir wieder back sind. Bis zum nächsten Mal, bis